Hallo, heißt jetzt in der, wir gehen durch neue Literatur in Deutschland. Nächstes Autor Oswald Georg M. Unter Feinden, Tonträger. München ist Schauplatz des Thrillers, in dem Drogendealer, Terroristen und Gesetzeshüter während der internationalen Sicherheitskonferenz in die Bredouille geraten. Im neuen Krimi des Rechtsanwalts Georg S. Welt Georgium sind alle Personen unter Feinden. Detlef Bierstedt sorgt mit betongelassener Stimme dafür, dass der Hörer den Überblick über diese düster bedrohliche Szenerie behält. Ich mag nicht Krimi, ehrlich gesagt. Pentanet, Chronik der neue Roman, München, Zürich, Piper Verlag. Annette Pent beleuchtet das prekäre Verhältnis zwischen Müttern und Tochtern über drei Generationen hinweg. Sie erzählt die Lebensgeschichten nicht in chronologisch wohlgeordneter Abfolge, sondern bricht den Text in viele kurze Passagen, nimmt immer wieder Zeit- und Perspektivwechsel vor, blendet vor und zurück. Erst langsam schält sich heraus, dass es eine Ich-Erzählerin gibt, die in einem Roman dreier Frauen die Rolle der Enkelin einnimmt. Sie besucht ihre Mutter im Krankenhaus und versucht, diese ihr Leben lang sich verschließende und langsam verstummende Frau zum Reden zu bringen. Doch auch in dieser Situation des Endes gelingt es ihr nicht, aus den lakonischen Bemerkungen der Mutter die Familiengeschichte, die hier nur als die G Geschichte der Frauen aufscheint, zu erfahren. Ob komplizenhafte Freunde, bürgerliche Neugier, manipulative Schmeicheleien, uralte Vorwürfe oder Machtspielchen, für die man sich eigentlich zutiefst erschämt. Jeder dieser sich durch die Generation ziehenden, einander spiegelnden Facetten im Verhältnis von Müttern und Töchtern beschreibt Annette Pent in ihrem feinen, knappen Stilpunkt genau. Pent auch in Rezension. Es erinnert an neuen erscheinenden Roman Krach und Macht in Provinz. Ich weiß nicht, wer geschrieben. Pohlmann, Oliver. Vielleicht dieses Roman ist. Vollmann Oliver Robert Müssel. Originale Ausgabe. Rheinböck bei Hamburg, Rowohlt Aschenbach Verlag. Robert Müssel war Offizier, Ingenieur, Experimentalpsychologe und schrieb den Jahrhundertroman Der Mann ohne Eigenschaften. Als er am 15. April 1942 in Schwarzexil starb, war er verarmt vergessen. Heute ist seine Bedeutung unbestritten. Müssel führte die Literatur in das Zeitalter Sigmund Freuds und Albert Einsteins. Seine Werke bieten lockende Vorbilder, wie man Mensch sein kann. So müsse selbst in einem Essay. Ich habe Auszug gelesen. Und auch gibt es dieses Buch vorbereitete Aufzüge vorbereitet. Aber alles über russischen Autors. Zum Beispiel Turgenev, Tolstoi. Цири Лермонтов, Пушкин, Капитанс Тохтер, Гоголь, Ревизор, Аусага, Островский, Гвитер, Тургенев, Эрст Либе. Толстой. После бала, nach dem Ball. Куприн, Гаршин,
Rote Blume. Горький Макар Чудра. Булгаков. Хундесхерц. Паустовский. Телеграм. Твардовский. Василий Тёркин. Зощенко. Затиры. Щепроза. Шукшин. Чудикин. Вундербарен Меншин. Бардовская песня Булата Куджава. Шекспир. Гамлет. Ромео и Джульет. Столкновение противоположностей в реплике Шекспира. Антуан де Сент-Экзюпери. Кляйнер Принц. Эдгар По. Verfallung des Haus Ascher. Aschers von Ascher. Ja, interessant. Естественно, как и всякая первая любовь, все кончается не лучшим образом. Но первая любовь может быть и последней. Почему не лучшим? Судьба у каждого устраивается по-разному, но порознь с другими людьми. После прочтения повести остается ощущение грусти и печали. Но эти чувства светлые, ведь любовь прекрасна по своей сути. Независимо от того, первая любовь или десятая, она всегда с нами, она всепрощающая и вечная. Момент. Познанский Урсула Финф. Райн Вундерлих Ферлаг. Eine Frau liegt tot auf einer Kuhweide, ermordet, auf ihren Fußsohlen ein tätowierter Koordinator. Google Maps. An der bezeichneten Stelle wartet ein grausiges Fund, eine Hand, ein Plastikfolie eingeschweißt, in ein Rätsel, dessen Lösung zu einer Box mit einem weiten abgetrennten Körperteil führt, in einer besonders perfiden Form des Geocachings, der modernen Schnitzeljagd per GPS. Liebe ist immer, bleibt, Liebe bei Turgenev immer bleibt hell, ewig und alles lebendig und sauber. Es ist echte Gefühle sind und einfach himmlisch. Es ist Zweifel, ohne Zweifel.
Schön. Zauber. Und tief. Helle. So. In einer besonders perfiden Form des Geocachings der modernen Schnitzeljagd per GPS. Ja, Moment. Cousin, hat den Olympisch? Cousin, ich mache das. Сделать. И все. Jeder Zeuge, den sie vernehmen, wird kurz darauf getötet, die Mörder geschehen immer schneller. Den Ermittlern läuft die Zeit davon. Sie ahnen, dass erst die letzte Station ihrer Rätselreise das entscheidende Puzzleteil zutage fördern wird. Ursula Poznański verzichtet auf jegliche Mätzchen und treibt den Plot mit einer einfachen, aber mitreißenden Sprache voran. Dadurch wird sie von ihrer Erfahrung als Jugendbuchautorin profitieren. Ihre bisherigen Bücher sind ähnlich verdichtet geschrieben und zu Recht preisgekrönt. Sie selber sagte in einem Gespräch, dass sie eine Sogwirkung erzielen wollte. Das ist außerordentlich gut gelungen, Krimi-Radar. Von der Einheitskost des Thriller-Markts hebt sich Film vor allem durch den ungewöhnlichen Aufhänger ab. Da Geocaching zu den Hobbys der Autoren zählt, weiß sie natürlich, wovon sie schreibt, und erklärt diese interessante Freizeitbeschäftigung sehr anschaulich. Möglicherweise kann sie dadurch einen oder anderen Muggel, wie nicht Eingeweihte in Geocacher-Kreisen genannt werden, nicht nur spannend unterhalten, sondern ihm vielleicht zu einem neuen Hobby verhelfen. Ursula Poznański hat auf jeden Fall die Zeit, dass sie auch spannende und vor allem zeitgemäße Thriller schreiben kann. 5 bietet nicht nur handwerklich solide Spannungskurs, sondern auch intelligente Unterhaltung. Ursula, was wollte ich dir sie sagen? Es ist Krimi. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf passierte. Aber es etwas kommt aus Inneres in Äußeres, like Immanuel Kant, Kritik. Weiter. Ich hoffe, heute alles zu lesen bis zum Ende. Erledigen. Ich hoffe, zu erledigen. Poznański Ursula, Nicole Engel liest U. Poznański. Preissendörfer. Bruno Kensi oder die unsichtbare Hand. Nach einer berühmten Vorlage des Herrn von Voltaire erzählt und auf den Stand der neuen Weltordnung gebracht. Kensi oder die unsichtbare Hand ist ein Bildungsroman und ein raffiniertes literarisches Spiel mit Voltaires Candide oder der Optimismus. Gandhi ist ein Candide der neuen Weltordnung, wie vor 250 Jahren Candides Abenteuer die Theorie von der besten aller möglichen Welten widerlegten, so führen die Abenteuer Candides die neoliberale Theorie von der unsichtbaren Hand des Marktes. Ich weiß das. Ökonomische Schere. Ökonomische Schere. Preise. Preis.
Gleichgewicht der Preis. Es gibt viele Menschen, viele Spieler auf dem Markt und sie veränderten die Preis, nicht den Monopolpreis, aber einen mittelmäßigen Preis. Zum Beispiel meine Jacke, wenn es Monopolpreis kostete vielleicht Million Rubel, aber ich kaufte für 1000 Rubel. Es ist ungefähr bei allen Shopping-Magazinen in Mega zum Beispiel, alle kostet diese 1000 Rubel. Es ist Neoliberalität. Neoliberalität, Neoliberalität, Theorie. Neoliberale Theorie. Es war nicht liberale, neoliberale dieser Zeit, unserer Zeit, aber mit Kapitalismus, mit Gesicht, mit Marktgesicht, mit Gerechtigkeitsmarkt. Mit gerechtigem Markt. So. Und vom Ende der Geschichte ad absurdum. Für die Sätze ist das Buch eine gelungene Coverversion des großen philosophischen Slapstick-Romans. Perlentaucher Rezension. Rab Thomas, der Metzger, bricht das Eis. Kriminalroman. Ich fürchte, Metzger. Nur ein Name, Schilder. Restaurator will bald. Adrian Metzger ermittelt wieder Missnick. Wieder und steigt in die eisigen Höhen eines scheinbar idyllischen Skiörtchens, um einen Blick in den mörderischen Abgründe seiner Bewohner zu werfen. Eisig ist es in der Park. Trotzdem wird es wie liebealt Adrian Metzger heiß und kalt. Vor alle Augen droht ein Mädchen zu ersticken. Erst ein rotbärtiger Obdachloser rettet den Kleinen das Leben und verschwindet murmelt mit den Worten: Jetzt geht das Sterben wieder los. Es geht wieder los zwischen den Sträuchern. Noch in denselben Nacht behält er mit seiner Prophezeiung recht. Eine Frau springt in den Abgrund, ein Mann erfriert in einer Busstation. Der Metzger wird von seiner Daniela ein erholsamer Zwangsurlaub verordnet. Klarerweise genau dort, wohin die einzige Spur führt, in ein kleines idyllisches Skiörtchen. Von Idyll kann man allerdings keine Rede sein. Denn alles, was es für den Metzger dort zu holen gibt, ist der Tod. Auch im fünften Roman der Metzger-Reihe schafft Thomas Rapp wieder die Waage zwischen Komik und Spannung zu halten und nebenbei noch Interessantes über das mörderische Geschäft mit künstlichem Schnee und den Anforderungen des verwöhnten Tourismus zu verbringen. Dabei nährt sich sein Witz wieder aus Alltagsbeobachtungen, die Hand in Hand gehen mit einer kritischen Betrachtung und der Missverständnis unserer hochtechnologischen und malerisch unterbelichteten Gegenwart. Grimm-Couch-Rezension. Ja, es ist Grimm. Weiter. Rebrenovic, Tango der Balkanice, ein Jugo in Deutschland, gesprochen wird. Pointiert und unwerfend, komisch erzählt der Radiomoderator und Musiker Danko Rebrenovic für seine Fans der Balkanizer, Balkanitz, aus Balkaninseln.
Nicht aus dem Balkon, aus dem Balkan, aus Jugoslawien, Tschechien, seine Geschichte als Migrant in Deutschland und klärt über die kulturellen Gegensätze zwischen Deutschen und Jugos. Warum bestehen deutsche Ministerien darauf, getrennt zu zahlen? Werden Jugos als Roma Blasmusik, Fans geboren? Warum schimpft man auf dem Balkan genital fixiert und in Deutschland anal fixiert? Ja, ich weiß das aus Psychologie. Sigmund Freud. Was ist ein Gastarbeiterspagat? Und ganz nebenbei entknotet herrliche, selbstironische, amüsant das ex-jugoslawische Sprach- und Herkunftswirrwarr. Ich würde zum Carl Gustav Jung gehen. Es ist natural, erhafter Psycholog. Не то, что наш там Чедуров. Nicht alle talentiert, so kann man sagen. Warum schimpft man auf dem Ball an? In Deutschland verarscht. Ein ebenso unterhaltsamer wie erhellender Bericht aus Deutschlands zweitgrößter Einwanderer-Community. Der deutschen Jugos schonungslos, aber mit einer guten Portion Humor den Spiegel vorhält. Schade, dass es nicht noch mehr Konzerteinlagen auf dem Hörbuch gibt. Eine kleine Mogelpackung, wenn explizit mit dem Autor und Musiker Danko Rabrinovic geworben wird. Über Musik kann er immerhin gut reden. Und er ist recht perfekt seine leicht flüssigen Texte präsentieren. Sie tragen wunderbare Titel wie Integration ohne Mutation, interessant, ohne Änderungen, Verein, sonst allein oder Mein deutsches Frühstückstrauma. Gut 2 Dutzend Miniaturen in der Länge von 3 bis 8 Minuten, die den Deutschen den Spiegel vorhalten, vor allem aber sehr humorvoll über das Lebensgefühl eines Jugos in Deutschland erzählen. Das erinnert durchaus an des russischen Kollegen Wladimir Kaminer, mit dem Danko Rabrinovic auch schon auf der Bühne stand. Der Radio. Ja, es ist der interessanteste Buch vielleicht in diesem Erscheinung. Talentiertes Buch. Meist in dieser Liste. Reinhard Elisabeth, Die Wurstkinder-Roman. Der neue Roman von Elisabeth Reichardt erzählt die Kindheit eines Mädchens, das Mitte der 50er Jahre in der Förstensiedlung an der Donau aufwächst, dem Wohnviertel, das für die Mitarbeiter der Wurstwerke gebaut wurde. In ihrer magischen Welt entfiel das Kind der Realität, bis es vom dritten Alltag und der Vergangenheit eingeholt wird. Aus seiner Perspektive erfährt man von der inneren Befindlichkeit der erwachsenen jungen Generation, aber auch von der Verzweiflung derjenigen, die ihre Jugend im Nationalsozialismus verbringen müssten, der älteren Generation. Die Mauer des Schweigens niederzureißen hat sich Elisabeth Reinhardt zur Ausgabe gemacht. Die dissertierte über den Widerstand gegen die Nazis im Salzkammergut. Als Autorin führt sie die Erinnerungsarbeit fort. Ihr Roman Die Wurst, Kinderwurst, thematisiert die Geschichte der
heute privatisierten Granit- österreichischen Eisen- und Stahlwerke, kurz WÖST. Stahlwerk wurde 1938 als Hermann Göring Werke gegründet und beschäftigte Zwangsarbeiter und Häftlinge aus dem nahen KZ Mauthausen. Reichert war selbst ein Wurstkind und lernte von Eltern, Pfarrer und Lehrer keine falschen Fragen zu stellen. Nun lese sie die Würste Kindheit der 50er und 60er Jahre aus der weiblichen Perspektive widerstehen. Elisabeth Reichert verfällt keinem neobarocken Vanitas-Gefühl, sondern setzt auf Aufklärung. Sprache ist Macht, instrumentalisiert von einer neuen männerdominierten Gesellschaft. Also bohrt die Autorin ihre Feder in Sprachablonen und Worthülsen, um Gewalt sichtbar zu machen. Auch Sprachkritik lässt sich instrumentalisieren als Vehikel der Emanzipation. Für den Taucher, oje, eins, Rezensionen. Über Nazi-Zeit und Erinnerungen. Richter Dieter, Goethe in Neapel. An der ewigen Inhalts-Italien-Sehnsucht der Deutschen hat Goethes italienische Reise großen Anteil. Neapel kulminieren Glücksgefühl und Befremden des fahrenden Nordmenschen bis heute. Dieter Richter berichtet über diese Geschehnisse aus der größtmöglichen Intimität mit dem Stoff. Er ist wie bereits in seinen Büchern über Neapel, über den Vesuv und über das Leitbild Süden ein brillanter Erzähler, dessen philologische Kompetenz diskret im Hintergrund wird. Er profitiert der Gerechtigkeit halber, sei es erwähnt, von Norbert Millers kapitaler Studie über Goethe in Italien. Und wie Miller holt er den jungen Goethe in die Lebensnähe eines Daseins, das mitunter rebellisch gegen die Konvention des Weimarer Hofes sich Luft und Freiheit verschafft. NZZ, Perlentag der Radiorezension. Über Goethe, Biografie. Italien ist sehr blühend schön. Sehr. Ich will auch in Italien reisen. So, weiter. Ringelnatz, Joachim, die Loher sind die Hauptsache an einem Sieb. Die bunte Welt des Joachim Ringelnatz. Gesprochen und gesungen von Anatole Regenier Rosa Zech am Klavier, Monika Sutil. Die Ringelnatz-Enthusiasten Rosel Zech und Anatole Regener verneigen sich tief von dem Dichter und Seemann, der, so sagt Alfred Polgar, den Stein der Narren gefunden hatte. Singen und rezitiert, bringen sie uns seine Auswahl der wüstesten, witzigsten Lieder, Reim- und Prosa-Texte des etwas schief ins Leben gebauten Mannes zu Gehör. Der 1934 viel zu früh gestorben ist. Roth Jürgen. Polger hat, weil Hans, mit mich können Sie nicht stoppen, ich bin da. Don Träger. Ein Porträt in Originalton, München Kunstmann Verlag. Franz Josef Strauß war sicher einer der am meisten gehassten Politiker der alten Bundesrepublik, dessen verbale Ausbrüche aber höheren Unterhaltungswert hatten. Ein derartiger Brachialpolitiker ist heute nicht mehr vorstellbar. Das Future besteht aus zwei CDs, wobei die erste CD komische Momente bietet, wie eine Steckreif-Rede. In der Strauß von einem bayerischen Kanadier oder kanadischen Bayern schwadroniert, das Mitglied der OPEC wird. Dann werden wir denen mal beibringen, wie man den Ölpreis gestaltet. Die zweite CD ist auch lauter oder ernsthafter, weil es um die Strauß-Machenschaften, Amigo-Affären und darum geht, wie tief Strauß
im braunen Sumpf stand. Interessant. Wie unser Schirinowski. So. Aber er auch gekauft wird. Aber spricht laut. Der Radio-Rezension. So, es wäre alles für heute. Vielleicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreiben die Kommentare bitte. Machen Sie Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.